Ja, wir wollen jetzt mal als Beispiel so ein Adams-Bashforth-Verfahren mal herleiten oder ja, ein solches Verfahren herleiten. Und dazu nehmen wir uns erstmal die Differentialgleichung her und schreiben die in der Integralform. Und in der Integralform kann man die zum Beispiel schreiben als y von tk plus 1 ist y von tk plus das Integral tk bis tk plus 1 y Strich von s ds. Oder das Integral von tk bis tk plus 1, f von s und y von s ds, denn y erfüllt die Differentialgleichung. Okay, gut. Jetzt haben wir hier oben noch die Form unseres impliziten Verfahrens stehen. Yk plus 1, naja, das soll eine Näherung sein für y von tk plus 1. Das yk soll eine Näherung sein für y von tk. Und dann bedeutet das, naja, dieses h mal phi von tk, yk minus 1, yk und h muss eine Näherung sein für das Integral von tk bis tk plus 1, f von s und y von s ds. Okay, was wollen wir benutzen? Wir wollen benutzen yk und yk minus 1, beziehungsweise wir wollen benutzen die Auswertungen von f an den Stellen tk, yk und an den Stellen tk minus 1 und yk minus 1. Und das sollen natürlich Näherungen dann sein für die Werte f von tk und y von tk und f von tk minus 1, y von tk minus 1. Okay, das heißt also, was liegt nahe? Naja, also wir können nur an zwei Stellen auswerten. Ja, wir können dieses Integral und diese Funktion hier vorne können wir nur im Grunde nur an zwei Stellen auswerten, nämlich an den Stellen s gleich tk minus 1 und s gleich tk. Ja, nur da haben wir die Näherungen, die entsprechenden Näherungen yk minus 1 und yk und praktischerweise, das sind auch genau die Stellen, an denen wir das f auswerten wollen. Okay, bezeichnen wir mal mit fk gleich f von tk und yk. Dann können wir das hier also praktisch auswerten an den Stellen tk minus 1 und tk. Und was da rauskommt für den Integranten, ist dann einmal das fk minus 1 und einmal das fk. Okay, jetzt fassen wir das nochmal zusammen. Wir wollen ein Integral ausrechnen und wir können den Integranten nur an zwei Stellen ausrechnen. Naja, das ist genau das, was wir im Rahmen der numerischen Integration gemacht haben. Das ist ja super. Das heißt also, das tun wir jetzt auch. Wie haben wir das gemacht bei der numerischen Integration? Wir haben das Interpolationspolynom aufgestellt und haben statt der Funktion einfach dieses Interpolationspolynom integriert. Genau das wollen wir jetzt machen. Und naja, wir haben die beiden Stützstellen, tk minus 1 und tk. Jetzt liegt eine außerhalb des Integrals. Das sieht ein bisschen komisch aus, aber gut, ist egal. Ja? Also das haben wir damals gar nicht benutzt, tatsächlich in den Formeln, die wir hergeleitet haben. Ja, und wenn ich jetzt die Formel von Lagrange einfach mal hinschreibe, auch das haben wir damals gemacht, ja, bei der Interpolation. Ich hoffe, Sie können sich noch daran erinnern. Das Interpolationspolynom lässt sich dann schreiben als s minus tk minus 1 durch, ja, hier steht eigentlich im tk plus 1 minus tk, aber der Unterschied zwischen zwei Stützstellen ist h mal fk, also gerade der Wert des Integranten an der Stelle tk und plus tk minus s durch h mal der Wert des Integranten an der Stelle k minus 1, also genau die Form, die hier vorne steht. Okay, das heißt, das Interpolationspolynom, das wir gerne integrieren würden in den Grenzen von tk bis tk plus 1, ist dieses hier. Okay, gut. Da gebe ich zunächst mal die Stammfunktion davon an. Naja, was muss ich machen? Naja, hier steht ein s minus tk minus 1. Stammfunktion davon ist s minus tk minus 1 Quadrat halbe, mal h durchgeteilt durch h mal fk. Und hier haben wir ein tk minus s, Stammfunktion dazu ist minus tk minus s zum Quadrat halbe durch h mal fk minus 1. Okay, das heißt, das, was hier vorne steht, ist die Stammfunktion. Und mit anderen Worten, das Integral von tk bis tk plus 1, p von s ds, erhalte ich, indem ich erstmal in die Stammfunktion hier vorne für s das tk plus 1 einsetze. Habe ich hier ein tk plus 1 minus tk minus 1, gibt 2h. Zum Quadrat gibt 4h Quadrat, geteilt durch 2h gibt 2h mal fk minus, dann setze ich hier vorne das tk plus 1 ein, gibt hier vorne ein h zum Quadrat durch 2 mal h, gibt insgesamt ein h halbe mal fk minus 1. Und dann muss ich noch abziehen den Wert der Stammfunktion an der Stelle tk
günstigerweise, das hier vorne gibt schon mal 0 und das hier vorne gibt ein tk minus tk minus 1, ist ein h Quadrat durch 2h, gibt ein h halbe mal fk, gibt insgesamt ein h mal 3 halbe fk, 2 minus 1 halb, also 3 halbe fk minus 1 halb mal fk minus 1. Das heißt, am Ende erhalten wir die Form yk plus 1 gleich yk plus h mal 3 halbe fk minus 1 halb mal fk minus 1. Irgendwie fehlt da, nee, alles gut. Nee, alles ist gut. Hier fehlt nur noch mal der Hinweis, dass fk ist nichts anderes als das f von tk und yk und das fk minus 1 nichts anderes als das f von tk minus 1 und yk minus 1. Okay, wenn ich das jetzt so hinschreibe, dann ist es tatsächlich jetzt so, dass wir in jedem Schritt des Verfahrens nur eine neue Auswertung von f brauchen. Ja? Denn das fk minus 1 hier vorne, das haben wir schon beim letzten Mal ausgerechnet. Und nur dieses fk hier vorne muss ich jetzt in jedem Schritt tatsächlich neu ausrechnen. Okay, das sieht also zunächst mal gut aus. Ja? Jetzt müssen wir nur noch zeigen, dass wir dafür auch tatsächlich hohe Ordnungen erzeugen können. Und, und weil es jetzt so einfach ist, wie sieht es denn hier vorne bei diesem Verfahren mit der Form 2 aus? Also hier zum Beispiel im expliziten Nystrom-Verfahren. Wenn wir da das genau dasselbe machen, dann wollen wir natürlich jetzt hier an dieser Stelle, da steht dann hier natürlich das Y von, ja, ich mach's nochmal runter, sorry, Ordnung, dieses Verfahren der Ordnung 2 oder der Form 2 war sowas wie yk plus 1 gleich yk minus 1 plus h mal und so weiter. Und da würden wir natürlich jetzt hier vorne nicht mehr das Integral von tk bis tk plus 1 setzen, sondern wir würden nehmen das Integral von tk minus 1 bis tk plus 1. Das Interpolationspolynom ist natürlich dasselbe, denn die Stützstellen, die uns zur Verfügung stehen, sind genau dieselben wie vorhin. Und einsetzen liefert in dem Fall, naja, also ich spare mir das jetzt hier genau durchzurechnen. Interessanterweise fällt diese Term fk minus 1 auf der rechten Seite raus und wir erhalten tatsächlich hier nur ein 2hfk. Und unsere Formel, die wir in diesem Fall bekommen, ist von der Form yk plus 1 gleich yk minus 1 plus 2h mal fk. Okay, gut. Das heißt also, auf diese Art können wir tatsächlich Mehrschrittverfahren herleiten. Wie war die Idee nochmal? Wir nehmen zunächst mal unsere Approximationen yk. Wir nehmen an, dass wir für jedes yk, das tk mit zugehöriger Approximation yk, das fk ausrechnen. Ja, wir bilden das Interpolationspolynom über diese Werte und integrieren dann statt der Funktion f von t und y von t, die wir gar nicht kennen, einfach nur unsere Approximation und zwar unser Polynom durch diese Interpolationspolynom durch diese Approximation. Das ist genau das, was wir alles immer bei der Integration, bei der numerischen Integration auch gemacht haben. Okay, wenn wir diese Form jetzt noch ein bisschen verallgemeinern wollen, das wollte ich eigentlich hier auch noch mal ein bisschen grüner machen und das will ich hier noch mal tun. Das ist die allgemeine Form so eines Mehrschrittverfahrens. Also Summe j gleich 0 bis m Alpha j y k plus j. Naja, das bedeutet einfach nur, ich habe hier vorne mein yk minus 1, was ich hier habe, noch auf die linke Seite geschrieben. Ja, dann steht hier irgendeine Linearkombination der yks und ich lasse hier sogar noch zu, dass dann nicht nur ein yk minus 1, sondern zum Beispiel auch hier so eine Linearkombination aus yk minus 1 und yk steht. Ist gleich h mal diese Summe j gleich 0 bis m, Beta j, f von tk plus j und yk plus j. Naja, das sind gerade diese Sachen, diese Auswertungen, die wir oben bezeichnet hatten als fk plus j. Und dann sehen Sie, naja, das, was wir stehen haben, ist genau diese Form, die wir vorhin auch ausgerechnet haben. Ja? Also auf der rechten Seite steht eine Linearkombination der Auswertungen von f an den Stützstellen und an so unseren Approximationen, ja? An unseren Punkten aus dem Gitter und an den zugehörigen Approximationen aus dem Gitter. Und auf der linken Seite steht einfach eine Linearkombination unserer Approximation.
Ja, und das ist natürlich klar, wenn das y-Paar plus m auf der rechten Seite nicht auftaucht, dann haben wir hier tatsächlich was wie eine Zuweisung. Da können wir sofort nach y-K plus m ausrechnen, was, auflösen, was hier steht. Ach so, unter der Voraussetzung Alpha m ungleich 0. Ja, das setzen wir natürlich hier voraus. Und das heißt, für Beta m gleich 0 taucht auf der rechten Seite das y-K plus m nicht auf. Dann haben wir ein explizites Verfahren. Andernfalls haben wir implizite Verfahren. So, jetzt brauche ich dafür ein paar Bemerkungen. Und die erste wichtigste ist vielleicht, naja, also das ist ja jetzt ganz gut, dass wir die letzten Approximationen praktisch mitnehmen, wenn wir die nächste Approximation ausrechnen. Scheint ja, hört sich an wie eine gute Idee, ja? Aber das Ganze ist natürlich erst definiert ab ym. Ja, ich brauche natürlich, hier gehen also die Vorgänger von yk plus m, die gehen ja jetzt alle ein, von y0 bis von yk bis yk plus m minus 1. Das heißt also, das ist natürlich erst definiert, wenn ich erstmal überhaupt m minus 1 Vorgänger habe. Das heißt also, ich muss erstmal mit einem Einschrittverfahren oder sowas, muss ich mir erstmal die ersten Approximationen vorne generieren und erst ab dem m-ten Schritt kann ich tatsächlich mit meinem Mehrschrittverfahren einsetzen. Ja, sonst ist das, was hier steht, vorne steht, überhaupt nicht vernünftig definiert. Dann, wir betrachten ausschließlich äquidistante Gitter. Beim letzten Mal haben wir gesagt, dass man sich sehr viel Arbeit sparen kann, wenn man nicht äquidistante Gitter nimmt. Das kann man bei den Mehrschrittverfahren leider nicht umsetzen. Das heißt also, hier muss man immer äquidistante Gitter einsetzen, bekommt dafür aber die höhere Effizienz praktisch geschenkt. Und noch ein Hinweis, ich habe der Einfachheit halber, um hier diese Äquivalenz zu den Einschrittverfahren zu halten, habe ich hier vorne immer alles geschrieben in der Form yk plus 1 gleich und so weiter. Und wenn Sie sich das hier jetzt anschauen, das ist in der Form yk plus m gleich. Ja, also das ist so ein bisschen, da habe ich einmal den Index hier vorne verschoben. Wir werden ab jetzt diese Form, die wir hier haben, tatsächlich benutzen, die wir hier in der Definition haben, tatsächlich benutzen. Ja, erstmal, was interessiert uns natürlich wieder bei diesem Mehrschrittverfahren? Und bei diesem Mehrschrittverfahren interessiert uns, wie groß ist der Fehler? Das heißt, wie groß ist der Unterschied zwischen der Approximation und der wirklichen Lösung? Und das heißt, das ist wieder der globale Diskretisierungsfehler. Den hatten wir unabhängig von den Verfahren tatsächlich definiert. Und das ist das, was uns wirklich interessiert. Ja, wie groß ist der Fehler, den wir am Ende tatsächlich haben? Wieder ist es so, dass man diesen globalen Diskretisierungsfehler relativ schwierig abschätzen kann. Und unsere Idee wird sein, naja gut, also vielleicht kommen wir wieder mit dem Konsistenzfehler durch. Ja? Und das heißt, wir definieren die Konsistenz genau wie bei Einschrittverfahren. Und wie haben wir das gemacht beim Einschrittverfahren? Naja, wir haben statt des yk plus j, das war ja eine Näherung für die tatsächliche Lösung an der Stelle tk plus j oder tk plus j mal h, weil wir äquidistante Gitter haben, haben wir die echte Lösung tatsächlich eingesetzt. Das heißt also, wir haben statt yk plus j haben wir eingesetzt y von tk plus j, also y von tk plus j mal h. Und das haben wir hier auf beiden Seiten gemacht und dann haben wir den Unterschied zwischen den beiden Seiten betrachtet und nochmal durch h geteilt. Und wir haben außerdem noch tk gleich t gesetzt, der Einfachheit halber. Okay, dann haben wir das tau h von t und y von t für irgendeine Lösung der Differentialgleichung. Das soll sein der Konsistenzfehler an der Stelle t und y von t, definiert als 1 durch h mal die Summe j gleich 0 bis m, Alpha j, jetzt einsetzen, y von tk plus j mal h, und aus dem tk machen wir ein t, y von t plus j mal h, minus die Summe j gleich 0 bis m, Beta j, f von t plus j mal h, y von t plus j mal h. Okay, gut, also das nennen wir den Konsistenzfehler oder lokalen Diskretisierungsfehler, und ist schon klar, Konsistenz, wir nennen ein Verfahren konsistent, dann, wenn dieser Konsistenzfehler in der unendlichen Norm gegen 0 geht und konsistent von der Ordnung, wir haben Konsistenz von der Ordnung P, wenn das hier auch von der Ordnung P gegen 0 geht. Okay, gut. Jetzt erste Frage wäre sofort, ja gut, welche Genauigkeit haben denn diese Verfahren, die wir da oben hergeleitet haben? Und die denken wahrscheinlich mit Grausen daran, dass man jetzt schon wieder Taylor entwickeln muss.
Naja, bei diesem durch Integration hergeleiteten Mehrschrittverfahren hat man tatsächlich einen etwas mächtigeren Satz, bei dem man überhaupt nicht Taylor entwickeln muss, überraschenderweise. Und den möchte ich Ihnen hier als erstes direkt angeben, damit wir da oben nicht wieder mit Taylor anfangen müssen. Okay, der Satz ist wie folgt: Ein Mehrschrittverfahren sei durch Integration entstanden, das heißt durch Anwendung einer numerischen Integrationsformel, so wie wir es vorhin gemacht haben. Dann ist ein m-stufiges Verfahren, ja, das heißt also mit diesem m hier oben, ein m-stufiges Verfahren mindestens konsistent von der Konsistenzordnung m für explizite bzw. m plus 1 für implizite Verfahren. Ja, und der Beweis ist nach dem, was wir gemacht haben und insbesondere aber nach dem, was Sie, wenn Sie gesehen haben, wie groß der Aufwand für die Taylor-Formeln ist in den Einschrittverfahren, ist dieser Beweis erstaunlich einfach. Okay, und wir schauen uns das an. Ich hoffe, ich kriege das hier alles drauf. Ja, okay. Wir schauen uns ein ganz konkretes Verfahren an, und zwar ist das das Verfahren, also das ist ein, wir schauen uns ein implizites, nee, wir schauen uns ein explizites Verfahren an, und wir gucken mal eben nach. Ich habe es jetzt schon wieder vergessen, welches Verfahren es ist. Das ist Verfahren von Adams-Bashforth und ist in der folgenden Form: yk plus m gleich yk plus m minus 1 plus h mal phi von tk yk und so weiter bis yk plus m minus 1 und h. Ja, das habe ich hier immer vergessen. Okay. Gut, dieses Phi, wie haben wir das da oben gewählt? Naja, wir haben das gewählt als das Integral über das Interpolationspolynom, das an den Stellen tk plus j die Werte nicht yk plus j, sondern fk plus j annahm. Na, da habe ich jetzt hier etwas falsch gemacht. Dann machen wir das hier mal direkt richtig. Gleich fk plus j. Ups, ja, das haben wir schon mal weg. Das war jetzt, hätte ich es auch besser gleich ganz voraus machen können. P von tk plus j gleich fk plus j. Schauen wir uns nochmal eben an, ob wir das wirklich gemacht haben. Also, was haben wir hier oben gemacht? Wir haben statt der Funktion f, die wir eigentlich gerne integriert hätten, haben wir nur zwei Auswertungen genommen, nämlich die Auswertung an der Stelle tk und tk minus 1, haben das Interpolationspolynom dann durch die Punkte fk und fk minus 1 gelegt, haben integriert, ja, und dann unser Phi war am Ende dann 1 durch h mal diese numerische Integrationsformel, die wir hier vorne hinbekommen haben. Ja, das Phi hat immer noch, ist das h hier vorne noch raus. Das heißt also, wir müssen die Formel, die wir hier rausbekommen haben, die haben wir immer noch mal durch h geteilt. Okay, ja, und das ist genau das, was ich jetzt hier unten beschrieben habe. Unser Phi wird dabei gewählt als 1 durch h mal diese Interpolationsformel, die an den Stellen tk plus j den Wert fk plus j annimmt, und zwar für j gleich 0 bis m minus 1. Okay, gut. Dann setzen wir das ein und berechnen den lokalen Diskretisierungsfehler oder den Konsistenzfehler. Tau h von t und y von t ist nach Definition gleich 1 durch h mal y von t plus m minus h minus y von t plus m minus 1 mal h. Beachten Sie jetzt die Indexverschiebung. Ja, oben, ganz oben habe ich immer geschrieben y1 und yk plus 1 und yk. Jetzt habe ich hier yk plus m und hier yk plus m minus 1. Minus Phi von, und jetzt haben wir das hier vorne stehen, von t, y von t und so weiter. Das heißt also, ich setze in meine Schrittfunktion, in meine Verfahrensfunktion hier vorne, setze ich jetzt die echte Lösung ein. Das wäre also y von tk bis y von tk plus m minus 1 mal h, und wir setzen tk gleich t und erhalten genau die Formel, die hier vorne steht. Gut, okay. Dann haben wir das hier vorne, das ist nichts anderes als das Integral von t plus m minus 1 mal h bis t plus m mal h über y' von SdS. Ja, das ist der Trick, den wir immer hier machen, indem wir so eine Differenz ersetzen durch das Integral über die Ableitung. Ach so, und außerdem habe ich noch ein 1 durch h da vorne stehen, das ziehe ich gleich hier vorne raus.
Dann dieses Phi hier vorne. Naja, das ist jetzt da so ein Integral von t plus m minus 1 mal h bis t plus m mal h über ein Interpolationspolynom. Naja, und welches Interpolationspolynom ist das jetzt? Naja, das ist jetzt, diese yk sind ja jetzt hier die echten Werte. Ja, das heißt, das ist sowas wie f von tk und y von tk. Das ist ein Interpolationspolynom, und das ist dieses ein Interpolationspolynom, das an der Stelle tk den Wert f von tk und y von tk annimmt. Okay, was machen wir? Wir integrieren hier vorne dieses Integrationspolynom. Okay, jetzt gilt aber y' von s ist, weil y eine Lösung der Differentialgleichung ist, gilt y' von s gleich f von s und y von s. Okay, schauen wir mal genau hin. Hier steht das Integral von t plus m minus 1 mal h, t plus m mal h über f von s und y von s ds. Auf der rechten Seite steht das Integral über ein Polynom, über ein Interpolationspolynom, das an m Stellen, an den Stellen tk bis tk plus m minus 1, dieselben Werte annimmt wie der Integrant auf der linken Seite. Okay, das heißt also, hier steht nichts anderes als der Unterschied zwischen einem Integral über eine Funktion und einem Integral über die Interpolationsfunktion des Integranten an m verschiedenen Stellen. Okay, genau das haben wir untersucht in Satz 10.3. Und da haben wir gesagt, der Unterschied zwischen einem Integral und dem Integral über einem Interpolationspolynom mit m Stützstellen hat die Genauigkeit groß O von h hoch m plus 1. Okay, hier vorne steht noch ein 1 durch h. Das heißt also, der Unterschied zwischen diesen beiden hier vorne ist ein groß O von h hoch m plus 1 geteilt durch h, gibt insgesamt ein groß O von h hoch m. Das heißt also, alle Formeln, die wir durch diese Integration herleiten, haben automatisch mindestens die Genauigkeit groß O von h hoch m für die Konsistenz. Und ja, das heißt also, wir können uns tatsächlich bei den Mehrschrittverfahren diesen ganzen Taylor-Kram sparen. Und das ist doch hier auch mal ein schönes Ergebnis. Ach so, es ist noch nicht ganz ein Ergebnis, weil ich habe natürlich jetzt das nur für eine Formel gemacht hier, aber die anderen gehen ganz genauso, auch die impliziten gehen ganz genauso. Und ja, deshalb spare ich mir das hier und belasse es an dieser Stelle so dabei.